Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play F1 2012. Wir sind zurück aus Barcelona, aus Spanien, stehen bei uns in der Garage und sind kurz davor, uns ins Fürstentum Monaco aufzumachen. Aber vorher wollen wir uns natürlich noch die E-Mails anschauen. Da bekommen wir von Mark Bender den Hinweis, dass es im Team internen Duell gegen den Paul Di Resta sehr gut ausschaut, dass wir da vorne liegen, wunderbar. Die Informationen zum großen Preis von Monte Carlo, Rennwochenende, sieht hübsch aus, mal kein Regen großartig angekündigt, so soll es sein, wobei der Sonntag, man weiß es nicht, so wie es hier ausschaut, gut möglich, dass da noch was geht, bewölkt, ist eigentlich nie ein gutes Zeichen. Unsere Zielvorgabe für das Wochenende, nachdem wir die letzten Grand Prix einmal Punkte eingeheimst haben, hat das Team mal kurz beschlossen, dass wir die Ziele nach oben korrigieren. Heißt, man erwartet jetzt wesentlich mehr von uns. Ja, okay. Probieren wir es. Ob wir es schaffen, wissen wir noch nicht. Im Qualifying Platz 10, im Rennen Platz 7. Das ist eine ziemlich harte Vorgabe, aber schauen wir mal, was geht auf in Monaco auf dem Kurs. Mal wieder wurde der Reifenverschleiß analysiert und die Jungs sagen, jawohl, prima, passt. Ich kenne eigentlich keine andere Meldung, also bis jetzt haben wir keine Mail bekommen, dass wir da krass drüber gelegen sind oder unsere Reifen so übermäßig verschlissen haben. Naja, solange es so ist, sind wir zufrieden. Hier nochmal der Rückblick auf das Rennen in Barcelona. Im Qualifying auf Platz 10, ja, wir erinnern uns, ne? Q3, der Abflug. Und im Rennen konnten wir es dann ja erfolgreich korrigieren, also sind wir Sechster geworden, haben 8 Punkte eingeheimst. Und die Zusammenfassung zum Team internen Duell. Nachdem wir in Spanien die schnellere Rennrunde gefahren sind als der Paul Di Resta, liegen wir nun in dieser Wertung ebenfalls mit 3:2 vorne, was bedeutet, in 4 von 5 Vergleichswertungen haben wir die Nase vorne und führen somit ganz klar im teaminternen Duell. Wunderbar. So, dann lassen wir uns doch noch kurz den Stadtkurs in Monaco vorstellen. Okay, eine Runde in Monaco. Nirgendwo sonst in der Formel 1 ist mehr Verkehr auf der Strecke. Aus der letzten Kurve so sauber wie möglich auf die Gerade. DRS und KERS sind verfügbar bis Kurve 1. Es holpert beim Anbremsen und die Schatten irritieren. Vorsicht vor den Curbs und der Leitplanke am Ausgang. Jetzt bergauf Richtung Kurve 3. Links schneiden, rechts schneiden, ganz innen bleiben, nicht zu viel untersteuern, damit du in der Rechtskurve die perfekte Linie hast. Auf der Bergabpassage bleibt gern das rechte Vorderrad stehen, da es in Kurve 5 in der Luft hängt. Runter Richtung Haarnadel. Erster Gang. So weit wie möglich innen halten. Sieh zu, dass das Auto vor der Rechtskurve wieder gerade ist und nimm die Curbs auf der rechten Seite mit. Jetzt die Rechtskurve vor dem Tunnel. Das Licht ändert sich. Vollgas durch den Tunnel. Schneide den Scheitel, lass das Auto nach außen kommen. Jetzt wieder Tageslicht. Anbremsen bei der 100-Meter-Marke. Wirf das Auto nach links, dann nach rechts durch die Schikane, dann rechts halten und so nah wie möglich an die Leitplanke, bevor du wieder nach links einlenkst und die ganze Streckenbreite nutzt. Am Schwimmbad links und wieder rechts, gerade anbremsen, so nah wie möglich an die rechte Leitplanke und am Ausgang links über die Curbs. Jetzt in die berüchtigte Doppelrechtskurve Raskas. Am Ausgang muss das Auto unbedingt gerade sein vor der letzten Kurve. Nicht zu weit auf die Curbs am Ausgang und das war eine Runde in Monaco. Ja, vielen Dank. Dann machen wir uns doch mal auf in den Flieger ab nach Monaco. Wie er schon gesagt hat, eine sehr kurze Runde hier ist eigentlich, glaube ich, mit sogar die kürzeste Strecke mit 3,3 Kilometer pro Runde. Man fährt dafür allerdings über 70 Runden, also das ist ein ziemliches Brett da 70 Mal drumherum zu eiern um den Kurs, weil er nicht unbedingt angenehm zu fahren ist. Es ist eine große Herausforderung. Man hat hier eigentlich nie wirklich Zeit zu entspannen, weil man ständig gefordert ist. Einen Fehler hier gemacht und man küsst die Leitplanke und das war es meistens. Gut, wobei jetzt natürlich das Schadensmodell hier in F1 2012 noch sehr gnädig ist, aber in der realen Formel 1 ist es mit Sicherheit etwas anders. So, wettertechnisch, oh wunderbar. Nur hier im Training eine Regenwahrscheinlichkeit von 4% für Qualifying und Rennen nichts angekündigt. Das war schon so meine erste Befürchtung, dass wir hier unter Umständen mal unser erstes richtiges Regenrennen erleben werden. Und das wollte ich jetzt nicht unbedingt in Monaco haben. Aber so wie es aussieht, bleiben wir verschont.
So, dann holen wir uns noch ein paar Zeiten von der KI. So, 1,20 Alonso, 1,20 Vettel. Gut. Jede Menge Betrieb. Ah, da ist eine Lücke, da fahren wir jetzt raus. 21 von 24 Autos auf der Strecke. Hier ist es umso wichtiger, eine gute Qualifikation zu fahren, weil man hier eben so wahnsinnig schlecht überholen kann in Monaco. Hier ist so gut wie kein Platz. Und da ist es in der Regel so, wer auf der Pole steht, beziehungsweise wer wirklich ganz vorne mitsteht, der ist mit Sicherheit dann auch auf dem Podium. Gut, ich will jetzt damit nicht sagen, dass wir aufs Podium kommen. Das wäre dann doch etwas vermessen, hier mit dem Force India solche Ansprüche zu formulieren, aber Punkte wäre natürlich toll, und wenn das Team das auch noch das Team das auch noch vorgibt als Ziel, ja, probieren wir es mal. So, hier in Monaco wird das seit 1950 gefahren in der Formel 1. Der erste Sieger seiner Zeit war der Juan Manuel Fangio. Also ein Name ja ganz bekannt, ne? Der hat ja auch ein paar Mal gewonnen. Der erfolgreichste Pilot hier war der verstorbene Ayrton Senna. Der hat hier 6 Mal gewonnen. Also kein Michael Schumacher, sondern ein Ayrton Senna, der hier der Rekordsieger ist. Der Schumacher hat ja zwar auch oft gewonnen, allerdings nur, in Anführungszeichen, nur 5 Mal. Also für jeden Formel 1 Fahrer ist es ja eigentlich schon so ein Wunsch, hier auf der Strecke Monaco mal zu gewinnen, weil das ist einfach das Nonplusultra, diese Strecke hier, das absolute Highlight im Formel 1 Kalender. Und jeder, der hier schon sich in die Siegerliste eingetragen hat, ist eigentlich, ja, er hat es geschafft, sag ich mal. Wer in Monaco gewinnt, der hat es geschafft. So, dann suchen wir mal eine schnelle Runde. Hier erste Kurve, anbremsen, Saint-Devot. Ganz eklig, weil auch teilweise ein bisschen wellig. Und da bleiben sehr gern die Vorderreifen stehen beim Anbremsen, was nötig ist. Hier die langgezogene Linkskurve, Casino-Kurve hier im Casino vorbei. Dann geht es schon hier geradeaus weiter. Hier die Bodenwelle umfahren, hart anbremsen. Naja, das haben wir ein bisschen zu hart. Okay. Hier geht's runter. Die langsamste Stelle in der Formel 1, die Löwskurve. Wieso Löwskurve? Hier war früher das Hotel Löws, daher auch der Name mittlerweile. Das Hotel heißt anders. Überlegen, fällt mir der Name ein? Ich glaube nicht. Hießen das Ding Grand Hotel, hieß es eine Zeit dann Fairmont. Genau, Fairmont Hotel heißt. Hier durch den Tunnel, Lichtverhältnisse ändern sich. Hier hart anbremsen in der Schikane. Zweiter bzw. erster Gang, je nachdem die Reifen sind. Es geht weiter in Richtung Tabakkurve, ganz eklig. Schnelle Kurve, hat aber eine Bodenwelle, was bedeutet, dass das Heck dann ausbricht. Hier vorbei an der Schwimmbadschikane. Diese Schikane hat den Namen übrigens nicht zu Unrecht. Hier gab es 1955 einen Unfall. Da ist der, wie hieß denn der? Alberto Ascari war es, glaube ich. Der ist seinerzeit mit dem Ferrari abgeflogen ins Hafenbecken. Es ist ihm nichts passiert, man konnte ihn retten, aber da entstand dann der Name Schwimmbadschikane. Und dann natürlich, wie vorhin schon gesehen, die Doppelrechts kurz vor Start und Ziel, die Raskas, ganz bekannt. Das ist die Stelle in der Formel 1, wo der Zuschauer am nächsten dran ist. Das ist nämlich so ein Straßencafé, das heißt so, ist da direkt dran. Die Kurve auch bekannt, hatte ja damals der Michael Schumacher 2006 war es, glaube ich. 2006 oder 2007. So ein, ja, sehr zweifelhaftes, moralisch zweifelhaft, eine kleine Aktion gemacht, dass er sein Ferrari abgestellt hat. Im Qualifying, er lag auf Platz 1 und der Alonso war kurz vor Schluss noch auf einer schnellen Runde unterwegs und es hat so ausgeschaut, als ob er die Zeit von Schumacher packt. Und dann hat der Schumacher, ob versehentlich oder nicht, das ist nie wirklich rausgekommen, da in der Raskas eben einen Fahrfehler gemacht, also von ihm die Aussage war Fahrfehler. Man kann darüber denken, was man will. Ich sag da jetzt mal nichts dazu. Hier war es nämlich, hier hat er angeblich einen Fahrfehler gemacht und ist dann so stehen geblieben. Ne?
und damit war Fernando Alonso seine Runde dahin, weil natürlich dann gelb war. Gelbe Flagge bedeutet vom Gas gehen, nichts mehr schnell Bestzeit fahren, weil sonst gibt es eine Strafe. Ja, soviel zum Thema Lux Monaco. Tote Wort, wie vorhin schon gesagt, erste Kurve ganz eklig zum Anbremsen. Braucht man ein sehr stabiles Setup, also wenn das Auto instabil ist, dann gute Nacht macht und fliegt man ab. Und macht sich nicht nur den Frontflügel kaputt, sondern in der Regel auch die Radaufhängung, was dann bedeutet, adieu, das Rennen ist zu Ende. Und man hat dann ein paar Euro quasi in den Sand gesetzt. So ein Auto kostet ja auch was. Und wenn dann die Aufhängung kaputt ist, dann ist es mit Sicherheit ein anderer Betrag, als wenn man sich jetzt nur in Anführungszeichen den Frontflügel kaputt macht. Hier im Tunnel ist übrigens kein DRS erlaubt. Das ist deaktiviert aus Sicherheitsgründen. Der Tunnel hat ja auch schon den ein oder anderen spektakulären Unfall gesehen. Der spektakulärste, an ich mich daran erinnern kann, war in der Formel 1 in der Einführungsrunde. Jetzt würdet ihr vielleicht sagen, wie in der Einführungsrunde? Das ist ja verrückt. Wie kann denn da ein Unfall passieren? Doch, das geht. In der Einführungsrunde seinerzeit gab es einen Unfall zwischen Michael Schumacher und Juan Pablo Montoya, damals für BMW unterwegs. Das war Anfang 2000 und da sind sie sich gegenseitig ein Auto gefahren. Ich weiß gar nicht mehr, wem drauf gefahren ist, ob jetzt das Montoya am Schumacher oder am Schumacher Montoya, aber ich glaube, der Montoya ist am Schumacher hinten drauf. Und ja, das war für mich so der Hallo-Wach-Effekt, wie so nach dem Motto, das gibt's ja gar nicht, wie kann ich denn hier in der Einführung so einen Unfall bauen? Doch, das geht. Eieiei, da hat sich der Frontflügel zum Teil verabschiedet. Dein Frontflügel ist leicht beschädigt, aber du kannst wohl draußen bleiben. Ja, ich habe nicht umsonst beim letzten Mal in Barcelona gesagt, ja, wir werden hier vermutlich, oder Steam täte gut daran, wenn es einen zusätzlichen LKW mit Frontflügeln und Reifen mitnimmt. Weil hier ist so schnell, dass man in der Leitplanke hängt, dass man sich was kaputt macht. Und dann ist das Rennen in der Regel vorbei, wenn man hier einfach wahnsinnig viel Zeit verliert. Mark Webber fährt eine 1.18.1. Mark Webber hier in Monaco, ja, erfolgreicher als der Sebastian Vettel. Ist, glaube ich, die einzige Strecke sogar, wo der Mark Webber besser war. Hier hat er zweimal gewonnen. Sebastian Vettel nur, in Anführungszeichen, nur einmal. Aber nachdem ja der Mark Webber in dieser Saison 2013 seine letzte Formel 1 Saison fährt, heute ist ja der Qualifying Samstag in Monza, also in der realen Formel 1. Und Monza ist ja das letzte Europa-Rennen, also da will ja der Mark Webber eine große Formel 1 Abschiedsparty noch machen. Was will ich damit sagen? Schon, machen wir einen Platz hier. Der Mark Webber wird wohl nie wieder die Chance haben, hier in der Formel 1 in Monaco zu gewinnen. Der Sebastian Vettel hingegen schon. Also es ist gut möglich, dass da hier mit Mark Webber noch gleich zieht, beziehungsweise ihn überholen wird. Aber der direkte Vergleich in der Zeit, wo sie seit 2009 einfach teamintern gegeneinander fahren, muss man sachlich nüchtern feststellen. Lieber Sebastian, hier war der Mark Webber einfach besser. Ja, wir haben ja in dieser Session diesmal kein Entwicklungsziel, also hier wird nichts geforscht, hier wird nur gefahren und die Atmosphäre genossen hier am Glamour-Wochenende in Monte Carlo. Das ist ja wirklich, hier trifft sich die High Society, Schickeria, Schickimicki Party. Was an diesem Wochenende da zelebriert wird, was da aufgeführt wird, das ist ja nicht mehr normal. Also da kommt wirklich die Creme de la Creme der High Society zusammen hier in Monaco. Da legen Schiffe im Hafen an und man sagt, das gibt's ja gar nicht. Die Leute haben echt zu viel Geld. Allein die Anlegegebühr am Formel 1 Wochenende ist es höher, als was manch einer im Jahr verdient.
und das hauen die Jungs mal so an einem Wochenende auf den Kopf. So, ja, ich bin da mal hier, zahl für meinen Cappuccino in Monaco 15 Euro, kein Problem. Tja, wer es hat, der hat. Ich glaube, mir wäre das. Ja. Ne, ich kann mich jetzt da nicht äußern dazu. Ich lasse es gut sein, deckt euch euer Teil. Nee. Hier ist Formel 1, wir sind in der Formel 1 und wir wollen ja jetzt kein gesellschaftskritisches YouTube-Video machen, sondern wir wollen hier Gas geben. So, wie es scheint, haben wir so ein bisschen Rhythmus gefunden. Sind zumindest ein Tick besser als der Paul Di Resta aktuell. Ja, ist die Frage allerdings, ob wir an die Top-Zeiten rankommen. Na, zumindest solange ich so lang quatsch, mit Sicherheit nicht. Aber vielleicht ist ja Platz 10 drinnen, so wie sie von uns fordert im Qualifying. Mal schauen. Ich habe mich übrigens mittlerweile so ein bisschen versucht schlau zu machen zum Thema Forschung und Entwicklung, warum das bei uns nicht freigeschaltet wird. Ich habe leider noch nichts gefunden. Bleibe aber dran, vielleicht löst sich das eines schönen Tages auf. Warum, wieso, weshalb? Warum die erforschten Dinge nicht angezeigt werden oder beziehungsweise immer nur mit einem zeitlich großen Delay. Okay, kürzen wir hier mal kurz ab. Und ab in die Box. Jetzt wird der Frontflügel repariert, also wir machen den Strich, erster Frontflügel. Bin mal gespannt, wie viel wir mal am Wochenende brauchen. Hier ist es, das habe ich gemeint. Wir haben dieses Motorsoftware-Upgrade ja freigeschalten und beim letzten Mal dann die Erhöhung der Stabilität der Hinterachse. Aber wo ist unsere Bremse? Die Bremse war das letzte Mal da, wo ist die? Na? Also ganz eine komische Nummer hier. Halt, hier wollen wir nicht rein. Wir wollten uns die Zeiten kurz anschauen. Platz 13, Sektor 1, 20.7. Das ist in Ordnung, wenn ich mir so die Zeiten der Obrigkeit anschaue. Sektor 2 sind wir sogar 39.4. Okay, passt auch. Sektor 3 verlieren wir. Naja, was ist mein Paul Di Resta? Ja, der ist im Sektor 3 auch besser. Also da können wir uns noch steigern, denke ich. Aber ansonsten sind wir da recht gut mit dabei von der Zeit. Weiß natürlich auch nicht, inwiefern die KI da jetzt schon auf weich gefahren ist. Schauen wir mal. Oh, alles hart. Bis auf den Alonso, der ist auf weich unterwegs. Ich glaube, das wird ein hartes Rennen. Wenn ich mir das so ansehe. Ja, unser Kollege ist draußen, ist unterwegs. Sollen wir noch kurz mit weichen Reifen probieren? Das könnte man mal machen, wie da der Unterschied ist. Ah, beziehungsweise, ne, wir machen das jetzt mal anders. Wir tanken hier mal ein bisschen auf. Wir packen mal für 25 Sekunden Sprit an Bord. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen viel. Aber einfach mal, um ein Gefühl zu kriegen, wie sich die Mühle ein bisschen voller getankt anfühlt. Weil ich habe keine Lust, hier gleich in der ersten Runde im Rennen dann mein Auto wegzuschmeißen. Das wäre dann in dem Fall ein sehr kurzes Rennvideo. Das möchte ich euch, wenn möglich, ersparen. Sondern wir wollen ja ein spannendes Rennen sehen. Ein spannendes und hoffentlich erfolgreiches Rennen. Und mit Sicherheit ist es nicht erfolgreich, wenn man schon in der ersten Kurve Sorte Rot das Rennen aufgibt.
Ja. Strich Nummer 2. Also den zweiten Frontflügel, den wir jetzt dann brauchen. Temperaturtechnisch schon mal mit den Vorderreifen noch probieren, wie es scheint. Die wollen noch nicht wirklich auf der noch nicht wirklich auf Temperatur kommen. Ein kurzen Ditch noch und der Frontflügel ist total im Eimer. Naja, zum Glück war der ja schon noch ein bisschen kaputt, also wenn das jetzt dann der dritte gewesen wäre, das hätte mich dann schon geärgert. Aber da ist Monaco einfach prädestiniert, aufgrund der engen Gassen hier. Ist ja so vergleichbar mit Singapur, das ist ja auch ein Stadtkurs, der sehr eng ist, die Curbs auch teilweise richtig eklig sind, wenn man da drüber rauscht, dann hängt man auch in der Leitranke drin. Leit oder Leitranke, also man kann es auch mit D schreiben, ne? Die Leitranke kommt von Leiden. Also ich bin mal gespannt, wie viel Flügel wir brauchen werden. Also ich lege mich jetzt mal fest, ich sage, wir werden noch zwei weitere Flügel kaputt machen in dem Rennwochenende. Ihr könnt ja gerne dagegen halten. Vollen Tanks wurden da richtig rausgetragen. So, wie schön, dass wir da jetzt einen Toro Rosso vor uns haben, der uns kaum Zeit kosten wird. Ah, der macht ein paar Platz, okay, ich nehme alles zurück. Das war übrigens ein Marussia, kein Toro Rosso. Hier an der Schikane wird übrigens sehr gerne abgekürzt. Also das Spiel ist da auch wenig kompromissbereit, also hier wird sehr schnell auf Abkürzen erkannt. Passieren ja auch in der richtigen Formel 1 immer mal wieder diverse Unfälle. Ich kann mich da an einen spektakulären Abflug von Nico Rosberg erinnern, das ist noch gar nicht so lange her. Wo er hier auch mal richtig schön abgeflogen ist. Oh, was sehen unsere Augen? Platz 3. Ja gut, wir sind jetzt mit Freistreifen unterwegs gewesen, ne? Also offenbar ist da der Unterschied doch erheblich zwischen den Supersoft und den Soft. Naja. Wenn jetzt die KI natürlich auch mit weich gefahren wäre, dann wäre ich jetzt sehr optimistisch und würde euch großspurig irgendwelche tollen Ergebnisse fürs Rennen versprechen. Nachdem die KI aber auf hart unterwegs war und nicht auf weich, also auf soft, nicht super soft, um den korrekten Ausdruck zu verwenden, halte ich mich da jetzt dann lieber mit irgendwelchen großmundigen Versprechungen zurück und denke mir meinen Teil und hoffe, dass wir zumindest die Zielvorgabe vom Team schaffen, Platz 10 bzw. Platz 7 im Rennen. So, hier ist übrigens in der realen Formel 1 eine Auslaufzone. Wenn ich jetzt geradeaus durchfahren würde, da könnte ich durchfahren. So, hier offenbar nicht, hier steht der Kran und ich mache mich jetzt mal lieber zurück in die Box, weil wenn ich hier noch länger weiter blöd rumstehe, könnte ich noch eine Strafe kassieren und dann war es das mit einer guten Performance im Rennen, wenn wir dann wieder 10 Plätze nach hinten gestuft werden und somit ist das Qualifying, selbst wenn wir Erster werden, eigentlich schon vorbei. So, 23 Minuten haben wir noch. Was macht die KI? Schauen wir kurz. Alonso 1.17.5. Also 7 Zehntel schneller,
Und ja, gut, der war vorne auf weich, ne? Wenn ich mich recht erinnere, der war auf weich. Also 7 Zehntel gegen den Ferrari in Monaco, okay. Kann ich mit leben. Aber so die anderen Kollegen, die waren ja alle auf hart unterwegs. Ja. Da bin ich mal gespannt. Ah, Jensen Button ziemlich fleißig, ne? 21 Sekunden gefahren. 23. Noch 5 Minuten in die Runde. War noch fleißiger mit 23. Ja, dann spülen wir die Zeit runter. Der Rosberg ist hinter uns, obwohl er hier einen Heimvorteil hat. Die Rosberg und der Monaco ist ja sogar als Kind hier zur Schule gegangen, hat er mal erzählt, aber in einem Interview auf RTL, bei einem Formel 1 Wochenende in Monaco, dass er sich tierisch freut und dass es für ihn immer noch ein komisches Gefühl ist, wenn er da mit dem Auto auf dem Startkurs rumeiert und ein Teil von dieser Strecke zu seinem früheren Schulweg gehört hat. Fand ich ganz interessant, was da so auch rundherum um die Strecke passiert. Aber gut, das war's. Training ist vorbei. Platz 3, knapp 17 Rückstand. 2 Striche auf unserer Liste, was die Frontflügel angeht. Da müssen wir jetzt etwas haushalten. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, dass wir uns wiedersehen im Qualifying. Platz 10 die Vorgabe, also Q3 erreichen und gut ist. Mal schauen. Ich wünsche euch ein schönes Formel 1 Wochenende in Monza, also in echt, ne, in der realen Formel 1. Gut, wobei, wenn ihr das hier seht, ist das Wochenende wahrscheinlich schon durch. Ja, dann mache ich Schluss für heute. Ich wünsche euch bis zum Qualifying eine gute Zeit. Macht es gut. Bis dahin. Servus.